Wenn du keinen Bock mehr hast zu wandern, dann isst du einfach diesen Fiskus. Kleiner Scherz am Rande. Wir sind mitten in der Wildnis. Juli freut sich riesig. Aber wir haben heftige Atemmuskeln. Oh, wir treiben wieder weg. Machen wir da Wasser vorher rein? Um Reis zu kochen? Schon. Frag mich, wenn du noch mehr bist. Ja, okay, mach ich. Hallihallöchen, wir sind Jane und Julia. Ihr habt uns in einem großen Voting zu euren Reisereportern 2018 gewählt. Und jetzt sind wir gerade für euch in Neuseeland. Und wir haben auch schon Kängurus gesehen. Ja, guckt. Ja komm, du kleine Känguru. Okay, kleiner Scherz am Rande, das sind offensichtlich keine Kängurus. Aber wir hoffen, dass wir noch ganz viele einheimische Tiere sehen werden, zum Beispiel Kiwis. Und deswegen werden wir jetzt auch mal losfahren und uns auf die Suche begeben. Kommt mit. Fährt sich ein bisschen schwerfälliger als mein kleines Auto, aber ist glaube ich auch 4 Meter länger. Aber ansonsten fährt sich das sehr gut. Die Straßen sind breit genug. Oder Jane? Jane kratzt immer ein bisschen am Abgrund. Wir sind jetzt gerade im Abel Tasman Nationalpark. Das ist ganz im Norden auf der Südinsel. Und schaut bitte, wie wunderschön das hier ist. Genau. Und um das Ganze auch ein bisschen auszunutzen, die Natur, machen wir jetzt eine Kajaktour. Keep your hands wide. Keep your hands out in front. Los geht's! Ich hätte auch nie gedacht, dass wir es durchhalten. Aber wir haben heftige Atemmuskeln. Oh, wir treiben wieder weg. Wir sind jetzt gerade in den Marlborough Sounds. Das ist im Norden der Südinsel und das sind alte, überflutete Landstriche und Täler. Nee, doch. Nein. Was dann? Also, pass mal auf. Die Marlborough Sounds sind eigentlich tote Krakenarme, denn der neuseeländische Entdecker Q hat damals mit einer Krake gekämpft. Er hat gewonnen. Das sind jetzt die erlegten Krakenarme. Frag mich, wenn du noch mehr bist. Ja, okay, mach ich. Also, der Fiskusbaum ist ein Medikament. Wenn du keinen Bock mehr hast zu wandern, dann isst du einfach diesen Fiskus. Aber was dann passiert, kann man nicht mehr rückgängig machen. Du wirst nie mehr wandern, aber du wirst auch sonst nichts mehr machen. Wir suchen jetzt nach Campingplätzen. Vielleicht schlafen wir heute mal in einem Freedom Campingplatz. Das ist dann mitten in der Natur. Aber müssen wir mal gucken, ob wir da was finden. So. Wir sind jetzt mitten in der Natur auf einem Wildlife-Campingplatz und Juli freut sich riesig. Ich mache das nur für Jane. Oh. Wir sind mitten in der Wildnis. Es gibt hier weder Internet, noch Toiletten, noch Strom, noch alles, was man so im Leben braucht. Alles hast du im Wagen. Wasser, alles habe ich im Wagen. Toilette, Strom, Wasser. Ja, wenn das Wasser alle ist, wo füllen wir es dann auf? Wir kochen jetzt erstmal. Mal da Wasser vorher rein, um Reis zu kochen. Schon. Chardonnay. Geil, hat allein. Wo ist das Restaurant? Nein, da fehlt echt Salz. Ich will ein Klo. Ja. Ich mag Klos. Ich mag Klos. Guten Morgen.
Wir haben jetzt ein Kiwi, Nationaltier Neuseelands. Und das Problem ist, wir haben leider keinen echt gesehen. Und deswegen nehmen wir jetzt einfach die. Liebe Oma. Liebe Omi. Allerliebste Grüße vom anderen Ende der Welt. Wenn ich mir Neuseeland vorher vorgestellt habe, dann eigentlich ganz anders. Also man fühlt sich entweder wie in Bayern oder wie in Österreich. Und ich dachte halt, es ist exotischer. Ja, man sich nicht vorstellen kann, dass es am anderen Ende der Welt einfach genauso ist wie zu Hause. Trotzdem war es wunderschön hier. Die Natur ist einfach unglaublich. Und weitläufig? Jani und ich hatten eine Menge Spaß beim Campen. Dennoch, wir sind einfach keine Camper. Vielleicht liegt es auch an der Jahreszeit. Mir war so kalt. Immer wenn ich jetzt an Neuseeland denke, denke ich, Mann, war das kalt. Eure Jana. Apropos Bayern, genau da sehen wir euch schon im Dezember wieder zum Skifahren und zum Rodeln. Jetzt geht's aber erstmal ins Koffer packen und dann endlich nach Hause. Tschüss. Tschüss.